2. Oktober, 19.30 Uhr in der Energieverbund-Arena. Heute stehen sich gegenüber die Dresdner Eislöwen gegen den EHC Freiburg. Entschuldigung. Und damit auch ein herzliches Hallo von mir. Mein Name ist Robin, versucht's alleine. Wird wieder aufs Bein gestellt, Strafe angezeigt gegen Freiburg. Und Tor! Tor für Dresden! Nein, der Schiedsrichter winkt ab. Also doch kein Tor. Der Hauptschiedsrichter hat das Tor abgewunken. Vermute wegen Torhüterbehinderung, so wie es aussah. Also kein Tor, weil das Tor mit dem Schlittschuh erzielt wurde. Sehr schön ab, Pass auf Garten. Der bringt eine Scheibe ins dritte, schießt. Tor! Tor durch Marius Garten! Sehr schön die Scheibe abgefangen und dann Pass auf Marius Garten, der alleine ins dritte der Freiburger reinläuft. Sehr schnell wieder Dresden ins Ritt vom Tor! Mirko Sacher, ein Schlenzer, einfach mal aus dem Handgelenk geschossen. Und ich bild mal einen durch die Beine von Christoph Mattis. Er hat eine freie Schussbahn gehabt. Mattis eigentlich auch freie Sicht gehabt. Ja, da funktioniert noch nicht wirklich viel. Zauner ist an der Scheibe. Kraft, Tor! Haben sie sich ein wenig provoziert gefühlt. Dominik Grafentin schlenzt die Scheibe ins obere rechte Eck. Somit 3:0 für die Dresdner Eislöwen. Ja, trockener Schuss aus dem Handgelenk. Und da fängt Vladislav Filin die Scheibe ab. Und erhöht für die Dresdner Eislöwen auf 4:0. Sehr schönes Unterzahlspiel von Dresden. Man muss auch sagen, schlechtes von Freiburg, schlechtes Powerplay. Und da ist der Anschlusstreffer, Entschuldigung, von Freiburg. Da war von Küpper aus gesehen die rechte Ecke zu frei. Und so konnten die Freiburger einnetzen zum Anschlusstreffer. Eine Chance haben, um überhaupt ins Spiel zu kommen. Schuss und Tor! Tor für Freiburg! Die Nummer 15, David Frapp. Moment, Frapp-Barta, würde ich es jetzt aussprechen. Ja, da hat Freiburg jetzt zu viel Platz gehabt und er zieht einfach mal ab und schießt die Scheibe ins obere linke Eck. Raus, Freiburg muss neu aufbauen, damit war es das, lege ich mich jetzt fest.
5 Sekunden noch. Fernschuss. Hat Marvin Klupp an der Fanghand, gibt ihn nochmal raus. Und die Scheibe geht noch ins Tor. Mal schauen, ob es noch zählt. Mal schauen, ob das noch zählt. Okay, es bleibt beim 4:2 für die Dresdner Eislöwen. Damit gewinnen die Dresdner Eislöwen auch das dritte Heimspiel der Saison. Das vierte, Entschuldigung, mein Fehler. Gewinnen es mit 4:2, mehr als verdient. Freiburg ist zwar noch mal rangekommen, haben sich noch mal rangearbeitet. Aber Dresden hat dann noch den Sieg sicher nach Hause gefahren. Ja, völlig zu Recht. Christoph Mattis, obwohl er 4 Tore kassiert hat, zum besten Spieler von Freiburg gewählt. Hat sehr schöne Saves gehabt. Da gibt es ein Fass Bier von Freiberger. Und auf Seiten der Dresdner Eislöwen wird es Vladislav Filin. Genau, Markus, der Stadionsprecher, sagt schon, Freiburg wünschen wir einen guten Nachhauseweg. Für Dresden geht es am Sonntag nach Grimmitschau zum Derby, Sachsen-Derby. Genau, und damit war es das eigentlich schon. Dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende und wir sehen uns hoffentlich zahlreich in Grimmitschau beim Derby. Feuert die Eislöwen an, die Jungs brauchen es, brauchen eure Unterstützung oder unsere Unterstützung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Heimspiel der Dresdner Eislöwen nächste Woche Freitag. Wieder live bei Spray TV und ja, bis bald. Ciao.